Ich begrüße zu unserem heutigen Gespräch Joachim Steinhöfel, sicherlich einer der bekanntesten und erfolgreichsten Medienanwälte Deutschlands. Es geht um die Tatsache, dass die Innenministerin Nancy Faeser die Zeitschrift Kompakt und den Verlag hat verbieten lassen und gleichzeitig Hausdurchsuchungen in Redaktion und Privaträumen veranstaltet hat. Herr Steinhöfel, wenn ich mich erinnere, 1962 war die Spiegel-Affäre, aber auch die führte nicht zum Verbot des Spiegels. Ist Ihnen dieser Fall schon einmal bekannt geworden? Bis heute war die Spiegel-Affäre sicherlich der Höhepunkt eines staatlichen Eingriffs in die Grundrechte, in die Presse- und Meinungsfreiheit. Aber seit dem heutigen Tage ist Nancy Faeser die Verfassungsministerin, alleinige Inhaberin von Platz 1 dieser staatlichen Übergriffe in ein elementares Grundrecht wie die Meinungsfreiheit. 1962 musste der damalige Minister Franz Josef Strauß zurücktreten und vorübergehend auch die Bundespolitik verlassen. Erwarten Sie so etwas Ähnliches von Nancy Faeser? Das, was Frau Faeser getan hat, fügt sich ja nahtlos in ihre von grober Unkenntnis des verfassungsrechtlichen Rahmens der Presse- und Meinungsfreiheit ein, sodass es eigentlich nur konsequent ist, was sie getan hat und was ja auch von der Regierung weitestgehend gebilligt wird, von Frau Paus jedenfalls und von Frau Schulze, die ja auch schon gegen Journalisten vorgegangen ist. Wer den Staat verhöhnt, bekommt es mit dem starken Staat zu tun, hat sie gesagt, und genau das tut sie jetzt. Und es hat ja bisher auch, außer vielleicht aus der FDP, kaum Widerspruch gegen diese beängstigende Entwicklung einer völlig inkompetenten Ministerin gegeben. Natürlich muss sie zurücktreten. Sie muss rausgeschmissen werden, wenn sie es nicht freiwillig tut. Und wenn man in der Regierung ist und das erlebt, auch bei den Grünen gibt es ja Menschen, die die Meinungsfreiheit vertreten und dafür kämpfen. Das sind ja nicht alles Ideologen, sondern da sind auch Menschen dabei, die sehen, das geht zu weit. Und wenn das nicht geschieht, wird mir langsam um unsere Grundrechte Angst und Bange, wäre dann nicht das Verfassungsgericht und die untergeordneten Gerichte. Nun schützt ja die Verfassung, das Grundgesetz, den Bürger vor dem Staat, nicht einen Minister vor einer Zeitschrift. Kann Nancy Faeser einfach Artikel 5 Grundgesetz Meinungs- und Informationsfreiheit beenden, indem sie sagt, mir gefällt nicht, was da in einer Zeitschrift steht? Natürlich nicht. Und das behauptet sie ja wahrscheinlich auch nicht mal. Ich habe überflogen, man kann es ja unter, wenn man Faeser und Kompakt eingibt, findet man sehr schnell die Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums. Und wenn man sich durchliest, was da steht, ich kann ja mal ein paar Auszüge zitieren, nicht viel. Also über die Zeitschrift, dieses Magazin hetzt auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere parlamentarische Demokratie. Wenn dem so wäre, ist das alles höchst widerlich, aber nicht verfassungswidrig. Dann steht da weiter, unser Verbot ist ein harter Schlag gegen die rechtsextremistische Szene. Ja, das sind so Plattitüden von einem Wahlkampfplakat. Dass wir auch gegen die geistigen Brandstifter vorgehen, die ein Klima von Hass und Gewalt gegenüber Geflüchteten und Migranten schüren und unseren demokratischen Staat überwinden wollen. Weiter heißt es, in ihren reichweitenstarken Publikationen und Produkten verbreitet diese Zeitschrift antisemitische, rassistische, minderheitenfeindliche, geschichtsrevisionistische und verschwörungstheoretische Inhalte. Es gebe eine Widerstands- und Revolutionsrhetorik und das steht da tatsächlich auch. Verzerrende und manipulative Darstellung, ja, das ist ja mal was. Das führen wir sonst ja nie. Ja, da müsste man ja sofort ARD und ZDF verbieten, oder? Ja, nun die armen ARD und das arme ZDF, die kriegen es dann immer als Erste auf den Deckel. Natürlich nicht nur die, aber natürlich auch die und viele andere mehr unter Tichy, auch bei Ihnen und auch bei der Achse und auch bei Reichelt und auch in der Bildzeitung und auch in der Taz und in der Süddeutschen. Das passiert im Journalismus mal, dass man vielleicht nicht so perfekt und so diplomatisch formuliert, wie es sich gehört. Verzerrend ist ja eine Meinungsäußerung und manipulativ ist auch eine Meinungsäußerung. Und ich glaube, jede Rede im Bundestag kann man aus einer anderen weltanschaulichen Sicht so bezeichnen. Nun, diese Wortwahl aber in diese Verbotspressemitteilung hineinzunehmen, zeigt ja, wie völlig von allen guten Geistern verlassen unsere Innenministerin ist. Wenn man etwas verbietet und damit auch ein Presseorgan verbietet, wie hier, dann geht das wohl überhaupt nur dann, wenn man ihm Straftaten zur Last legen kann. Da bin ich ja nicht der Erste, der das heute sagt.
Und soweit ich weiß, gibt es keine Strafverfahren oder schon gar keine strafrechtlichen Verurteilungen bezüglich der Inhalte dieser Publikation. Deswegen bin ich sehr, sehr, ich will, optimistisch klingt falsch, weil man freut sich ja nicht, wenn so etwas, doch man freut sich schon, wenn jeder im Rahmen des Grundgesetzes publizieren darf. Dann freut man sich schon, weil das den Rahmen unserer Verfassung, diesen Rahmen zieht. Aber ich glaube, das wird vor Gericht ein Riesenfiasko für Frau Faeser werden. Und Herr Kubicki hat ja schon auf Facebook geschrieben, sollte das Verbot, was ich befürchte, gerichtlich aufgehoben werden, ist ein Rücktritt der Innenministerin unvermeidlich. Rupert Scholz, der bekannte Verfassungsrechtler und Staatslehrer, sagt, das Verhalten der Ministerin sei grob verfassungswidrig. Denn die Verfassung gestattet eben gerade das, was Sie Meinungsäußerungen nennen, auch Hass und Hetze. Das Bundesverfassungsgericht hat in vielen Urteilen festgelegt, dass ja geradezu auch Beschimpfungen natürlich in einem gewissen Maße Meinungsäußerungen sind und dass man auch extreme andere Meinungen respektieren muss. Ich habe bei Fesers Presseerklärung keine Meinung gesehen, die in irgendeiner Weise strafrechtlich zu behandeln sei. Was ist denn diese Ministerin gefahren? Das ist eine wirklich gute Frage. Was ich habe mich kurz vor unserem Gespräch habe ich auch noch mal die Verfassungsgerichtsentscheidung aus April diesen Jahres schnell. Die liegt hier bei mir. Ich gucke sie mir jeden Tag so gerne an, weil das ein so schöner Erfolg war. In der Sache der Staat gegen Julian Reichelt herausgezogen. In der ich zitiere einfach zwei, drei Sätze. Und die sind ja, dieses ist ja faktisch gegen, zwar gegen einen Beschluss des Kammergerichts in Berlin ergangen, aber faktisch gegen das Vorgehen der Bundesregierung. Da steht drin, das ist auch wiederum nicht viel, ich zitiere schnell, dem Staat kommt kein grundrechtlich fundierter Ehrenschutz zu. Der Staat hat grundsätzlich auch scharfe und polemische Kritik auszuhalten. Die Zulässigkeit von Kritik am System ist Teil des Grundrechtsstaats. Das Gewicht des für die freiheitlich-demokratische Ordnung schlechthin konstituierenden Grundrechts der Meinungsfreiheit ist dann besonders hoch zu veranschlagen, da es gerade aus dem besonderen Schutzbedürfnis der Machtkritik erwachsen ist und darin unverändert seine Bedeutung findet. Das hat nun die Bundesregierung vor noch nicht einmal 3 Monaten auf den Deckel bekommen und heute dann das, was ja nicht erst heute vorbereitet wurde. Ich weiß nicht, von wann der Beschluss stammt oder die Entscheidung. Aber dass man angesichts so deutlicher Worte des Verfassungsgerichts diesen Schritt geht, zeigt eine Chuzpe, eine Gleichgültigkeit und eine Anmaßung gegenüber den verfassungsrechtlichen elementaren Grundrechten, die mich fassungslos und sprachlos macht. Nun argumentiert Frau Faeser und auch in der Zusammenfassung der Pressekonferenz oder der Pressemitteilung immer, was kompakt schreibe, sei nicht grundrechtskonform. Nun sind wir aber als Bürger nicht gezwungen, grundrechtskonform zu argumentieren. Das muss nur der Staat, sondern wir können auch abweichende Meinungen sagen. Zum Beispiel könnte man für die Todesstrafe eintreten. Die ist sicherlich grundrechtswidrig, weil gegen die Menschenwürde, aber man kann es fordern. Wie kommt es zu diesem Umschlagen, dass wir gewissermaßen jetzt nur noch sogenannte grundrechtskonforme Meinungen äußern dürfen, wobei das Innenministerium oder der Verfassungsschutz festlegt, was grundrechtskonform ist? Die gesamte Struktur, die wir da sehen, also das Zusammenwirken auch von Behörde und Ministerium, die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates, eine perverse Formulierung, eine verfassungsrechtliche Perversion, das alles passt sehr gut zusammen, geht schlüssig Hand in Hand und beruht, soweit man das nach außen hin kundtut, nicht mehr auf den Rahmen, die der Verfassungsstaat dem Staate selber zieht. Frau Faeser ignoriert das. Sie wurde neulich in der Bundespressekonferenz ja auch gefragt, ob sie nicht tatsächlich selber auch eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung sei. Und das mag man zunächst bei ihren ersten Äußerungen, die in der Pressekonferenz geschehen, das mit dem starken Staat, mit dem man zu tun bekomme, das kann man da als Ausrutscher vielleicht mal werten im Einzelfall. Wenn man dann aber ein etwas größeres
einen etwas größeren Abstand nimmt und diese Äußerung sich anschaut, dann die Tätigkeiten von Herrn Haldewang mit seiner Delegitimierung des Staates, die Meinungsäußerungen umfasst, die zulässig sind, die Meldestellen für Äußerungen, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze sind, die sogar mit Steuergeldern massiv gefördert werden, und dann der Schritt heute, dann passt das alles gut zusammen. Aber es passt nur gut zusammen aus der Sicht eines Staates, der die Grenzen, die ihm das Grundgesetz zieht, vorsätzlich und wissentlich überschreitet. Und das tut, ich unterstreiche das, in diesem Kontext hier Frau Faeser jetzt zum wiederholten Male, sodass man ihr sicherlich mittlerweile vorsätzlichen Verfassungsbruch unterstellen kann, der, wenn noch ein Rest an rechtsstaatlicher und verfassungsrechtlichen Anstands und Würde in dieser Regierung ist, ihr Ende im Ministeramt bedeuten muss. Das sind sehr schwere Vorwürfe. Wie geht man jetzt dagegen vor? Was muss man jetzt tun, wenn man so angegriffen wird? Und es sieht ja so aus, als ob Nancy Faeser vorhat, auch andere kritische Journalisten an die Kantare zu kriegen und einzusperren. Wie geht man dagegen jetzt vor? Ja, es liegt in der Hand der GmbH, der GmbH, die verboten wurde. Ich vermute, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie keine gerichtlichen Schritte hiergegen einleiten. Also das wird dann vermutlich, ich weiß nicht, der Sitz, entweder der Sitz der Kompakt GmbH ist zuständig oder der Sitz der Behörde, also wird es irgendwo in oder um Berlin vor Gericht gehen. Vermutlich ist die zweite Instanz das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Und da gibt es einen einstweiligen schnellen Rechtsschutz, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, Müssen wir. in Vereinsverbotsverfahren bin ich nicht sachkundig im Verfahren, aber ich denke, dass es dagegen auch einstweiligen Rechtsschutz geben muss. Hier geht es ja letztlich auch, zwar formal, was ja auch, es gibt ja so dieses Umgehungsverbot im Steuerrecht, wo alles, was man macht, eine Umgehung ist. Ich scherze jetzt ein bisschen. Aber diese Konstellation, die Frau Faeser hier gewählt hat, ist natürlich auch, das sieht man ja auch aus der Pressemitteilung, die sich fast ausschließlich auf die publizistischen Äußerungen bezieht sich auf die mediale Äußerung, also auf das Organ, die Pressefreiheit für sich in Anspruch nehmen kann. Also ist hier durch die Umgehung eines Vereinsverbots oder eines Firmenverbotes letztlich die Presse gemeint, die Presseveröffentlichung. Und damit ist natürlich unmittelbar Artikel 5 tangiert. Und das kann nicht, da kann man nicht sagen, jetzt machen, das dauert ja Jahre und Jahre, ein Hauptsacheverfahren vor den Verwaltungsgerichten. Und darum wird man hier auch einstweiligen Rechtsschutz Was kann in Anspruch jemand nehmen können. tun? Was kann jemand tun, der nicht zur Kompakt GmbH gehört? Was kann ein normaler Bürger, was können wir, Sie, ich tun, um gegen eine übergriffige Ministerin vorzugehen? Nichts, wenn man nicht selber unmittelbar betroffen ist. Aber ich habe heute gerade den Schriftsatz von Frau Faeser bekommen, weil sie auf eine Presseanfrage ihr Haus nicht antworten wollte. Wir haben nämlich für einen anderen Mandanten alle Ministerien angeschrieben und das Bundeskanzleramt, um zu erfahren, im Hinblick auf das Vorgehen gegen Julian Reichelt in einer der bekannten Sache, wie oft seit Antritt der Ampelregierung, gegen wen und wegen welcher Äußerung Presse- oder mediale Äußerungen anwaltlich oder gerichtlich verfolgt wurden. Es gibt den Fall Reichelt, es gibt jetzt einen weiteren Fall von Frau Attermann gegen Herrn Reichelt. Und dann gab es bei Frau Faeser noch einen weiteren Fall, wo ein Anwalt eingeschaltet wurde gegen ein Medium. Sie wollte aber nicht sagen, gegen welches Medium, und sie wollte auch nicht sagen, wegen welcher Äußerung. Und dagegen sind wir jetzt zum Verwaltungsgericht gegangen. Ich habe da heute sagen wir mal so, wenig überzeugenden Schriftsatz erhalten, warum man meint, das geheim halten zu können. Wenn die Regierung gegen Journalisten vorgeht, darf die Presse davon erfahren und darf danach fragen, und sie muss antworten. Das wird sie dann sehen, dass ihr das Gericht früher oder später dieses auch aufgeben wird. Also, was kann man tun, wenn man betroffen ist als Journalist? Kann man dagegen vor Gericht gehen? Ansonsten ist man Zuschauer. In dem von Ihnen erwähnten Fall des Spiegel hat damals die FDP ihren Auszug aus der Regierung erklärt, hat damals eine breite Gemeinschaft von Journalisten gegen die Besetzung der Spiegelredaktion protestiert.
Zeitschrift konnte übrigens trotzdem erscheinen, und zwar mit großer Auflage. Mit anderen Worten, damals gab es so etwas wie eine Solidarität. Vermissen Sie das im Augenblick? Denn manche Blätter, wie zum Beispiel der Spiegel, jubeln geradezu darüber, dass hier endlich mal gegen einen Konkurrenten durchgegriffen wird. Ob der Spiegel sich jetzt so sehr darüber freut, dass es ein Konkurrent ist, das weiß ich nicht, denn direkte Konkurrenz würde ich da nicht sehen, weil das weltanschaulich doch zu weit auseinander ist. Aber wenn man bei allem Dissens, bei aller unterschiedlichen politischen oder gesellschaftlichen Auffassung, zu welcher Frage auch immer, einen Schritt, der unterstellt Grundrechte tangiert und die Pressefreiheit, schaut und sagt, naja, es hat ja den Richtigen getroffen und sagt, deswegen lassen wir, das ist die alte These, der Appeasement ist, dass man hofft, dass das Krokodil einen als Letzten frisst. Da muss man zusammenstehen, egal um was es geht. Und hier ist es natürlich wirklich ein Magazin, wo keiner sagt, ja wow, ich lese gern kompakt große Schweinerei, sondern das, was da steht, ist in der Tat, soweit ich das verfolgt habe, höchst unappetitlich und widerlich. Aber das ist egal, es bewegt sich, soweit ich das beurteilen kann, fast vollkommen im Rahmen der Grundrechte, dann darf man das schreiben. Und wenn man sagt, die Grundrechte gelten nur für die, die das Richtige schreiben, dann können wir sie auch gleich in die Tonne treten. Also Antwort, jeder sollte hier nach eigener Prüfung dessen, was Grundlage dieses Verbotes ist und was die Publikation angeht, mit dem üblichen Dispens, ja, ja, ganz schlimm, ganz schrecklich, habe ich ja auch gemacht, aber man darf das sagen. Und was die Ministerin hier tut, sie ist eine größere Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, Frau Faeser, als dieses Magazin. Das kann man, glaube ich, nach heute spätestens mit guten Gründen sagen. Ja. Beschreiben Sie doch mal den Umfang der Meinungs- und Informationsfreiheit für normalen Bürger. Was darf ich sagen und was nicht? Ich mache es mir ganz einfach, weil ich Sie ja kenne, Herr Tichy, und schon geahnt habe, dass Sie mit einer solchen Frage aus dem Knick kommen. Nein, nein, kleiner Scherz. Ich habe mir einfach eine kurze Passage aus einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die noch nicht sehr alt ist, aus 2018 ausgedruckt. Und die lese ich jetzt mal vor. Das habe ich ja schon so häufig getan in diesem Interview. Da steht das eigentlich knallhart drin, was man darf. Die mögliche Konfrontation mit beunruhigenden Meinungen, auch wenn sie in ihrer gedanklichen Konsequenz gefährlich und selbst wenn sie auf eine prinzipielle Umwälzung der geltenden Ordnung gerichtet sind, gehört zum freiheitlichen Staat. Der Schutz vor einer Vergiftung des geistigen Klimas ist ebenso wenig ein Eingriffsgrund wie der Schutz der Bevölkerung vor einer Kränkung ihres Rechtsbewusstseins durch totalitäre Ideologien oder eine offenkundig falsche Interpretation der Geschichte, eine Verharmlosung des Nationalsozialismus als Ideologie oder eine anstößige Geschichtsinterpretation dieser Zeit allein begründen eine Strafbarkeit nicht, sagt das Bundesverfassungsgericht. Das ist natürlich das muss die Verfassungsministerin wissen. Ich unterstelle, das weiß sie auch. Wenn sie es nicht weiß, müssen das ihre höheren und wissen das natürlich ihre höheren Beamten. Und in Kenntnis dieser Entscheidung setzt sie sich darüber hinweg. Andersrum formuliert, wenn ich das richtig sehe, nur Aufruf zur Gewalt ist verboten, nicht der letzte Unsinn in irgendeiner Forderung. Naja, Volksverhetzung ist verboten und Verleumdung und üble Nachrede, aber es gibt ja offenbar keinerlei strafrechtliche Vorwürfe oder gar Verurteilungen der Publikation und dann gibt es auch nicht die geringste Grundlage, dann kann da Irrsinn verbreitet werden. Der eine findet es richtig und endlich schreibt es mal einer, der andere sagt, das ist verfassungswidrig im Sinne von, also es verstößt gegen den Verfassungsstaat und unsere Grundwerte, aber man darf diese Meinung haben. Gehört zum freiheitlichen Staat. Das habe ich auch mal im Rechtsausschuss oder im Ausschuss für humanitäre Hilfe im Bundestag vorgelesen und die Abgeordneten, denen ich nicht gesagt habe, wo das steht, wollten sich gerade schon empören, sei ja unerhört, bis ich ihnen dann plötzlich gesagt habe, woher das Zitat stammt. Und dann waren sie relativ blass und ruhig. Viele. Also wir müssen uns vergegenwärtigen und müssen uns immer wieder sagen, wir sind ein freies Land, in dem jeder sagen darf, was er will und wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Ja, das ist eine nicht so gute Wiedergabe dessen, was ich gerade vorgelesen habe, was ich aber auch niemals so gut formulieren könnte wie das Verfassungsgericht. Und das Gewicht dieser Entscheidung, die kommt aus Juni 2018, und ist noch nicht sehr alt. Also das gilt auch heute noch. Und das
definiert den Rahmen dessen, was man sagen darf. Und das weicht ganz weit von dem ab, was Herr Habeck sagt, wenn er behauptet, politische Polemik würde die Demokratie gefährden. Blühender Unsinn. Und das passt analog zu Frau Paus, zu Frau Faeser und vielen anderen, die sich äußern, aber nicht wissen, wovon sie sprechen. Vielen Dank, Herr Steinhöfel.